Ja, Christian Beyer, aber die ganz große Show, die war doch, ich sag mal, überschaubar im ersten Einzel dieser Partie zwischen Meng, dem Fulda hier vorne, und Markos Freitag, 35 Jahre alt, gegen Markos Freitag, den Ersatzmann von Düsseldorf. Richtig gut. Meng mit Vorteilen im ersten Jülich und wird da auch wieder zurückgehen. Man war nicht wirklich zufrieden mit Markos. Gut. Wir machen den Sprung in den vierten Satz. 9-7. Meng King Xu. Die Schläge zu legen und Freitag unter Druck zu setzen. Der mit einem leichten Fehler ganz zum Schluss. Meng also holt sich den Sieg gegen Markos Freitag. Er bringt seine Mannschaft in Führung. Ums Prestige ging es. Zurück in Düsseldorf beim Playoff-Halbfinal-Rückspiel zwischen der Borussia und dem TTC Rönnsprudel Fulda Marbazell. Ein Muster ohne den ganz großen sportlichen Wert, denn Düsseldorf hatte bereits in Fulda das erste Match für sich entschieden. Ganz klar 3-0 und damit war der im Moment in der Weltrangliste auf Position 13 geführt in seinem Spiel gegen Wangxi. Das ist der vielleicht Beste. Er muss ein bisschen weniger spielen für seinen Verein. Das ist natürlich eine gute Kombination. Er hat ein bisschen mehr. Erstmal diese Partie gegen Wangxi, der ja in der Weltrangliste nicht mehr geführt wird. Ja, hier sehen. Einer, der immer dazulernen möchte, trainingsfleißig, lernfähig, aber in dieser Saison auch mit großen Leistungsschwankungen. Prima Ergebnis. Along dem Chinesen nur ganz knapp unterlag im Endspiel. Die standen eben auch immer wieder K.O.s in der ersten Runde gegenüber. Fast am Verzweifeln der Wangxi, aber dann hat er sich doch sehr steigern können. Mittlerweile steht er bei 16-8. Für die Finale des Pokals, da gewann Ovtcharov und Fang solche Bälle nicht mehr zurückbringen. Ja. Noch so ein Beispiel. Borussia Düsseldorf sah hier ein wirklich spannendes Match zwischen diesen beiden. Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Eine Zahl. Im Juli 2006 war er noch die Nummer 133 in der Weltrangliste. Jetzt ist er mit 20 Jahren auf Position 13. Und das ist sensationell gespielt von Dimitri Ovtcharov. Und da kommt sie, die Dima Faust. Große Freude bei ihm und bei den Fans. Sowas sieht man nun auch im Düsseldorfer Leistungszentrum. Ganze. Zu Recht empfängt er da die Glückwünsche der Mannschaftskollegen und vom Cheftrainer Dirk Wagner. Das schauen wir uns doch sehr gerne nochmal an. Wangxi eigentlich in einer guten Position. Ovtcharov absolut in der Defensive. Auch das ist klasse gemacht. Aber dann dieses Ding hier von Dima Ovtcharov. Super. Einfach nur super. Wir gehen rüber in den dritten Satz. Dimitri Ovtcharov konnte den zweiten Satz klar für sich entscheiden. 11-6. Wang da nicht wirklich im Spiel, aber hier läuft es ein bisschen besser für viele unterschiedliche Schnitte im Spiel von Wangxi. Schwer zu spielen. Ovtcharov hier auch noch mit einem Ball, der die Kante berührt, aber Wang immer in der Lage, auch sowas zurückzubringen. Satz und Sie sehen, es ist wieder richtig eng. Wangxi knapp vorne. Sind, diese Lücke, die Ovtcharov hinterlassen wird, zu schließen. Spannende Frage für Düsseldorf in der nächsten Saison. Und was für gut vorbereitet. Und dann die kurze, trockene Rückhand. Auch hier wieder. Da spielt es dann auch keine Rolle mehr. Die Nase vorne hat, jetzt ist es ein Spiel, das jeder dieser beiden unbedingt gewinnen will. Und Dimitri Ovtcharov
schafft es tatsächlich, Wang zu schlagen. 16-14, 11-6, das sind die ersten beiden Sätze. Antritt Christian Süß. Hier vorne sehen wir ihn in seinem Einzel gegen Robert Svensson, den 25-jährigen Schweden, auf Seiten von Fulda. Christian Süß schaffte es, den ersten Satz für sich zu entscheiden. Ein Spiel war ganz so gut für den deutschen Nationalspieler. Svensson, einer, der eher kurze Ballwechsel bevorzugt. Das hier ist eher eine Ausnahme. Ein Linkshänder mit sehr aggressiven Vorhand-Topspins. Das ist auch nicht unbedingt die Lieblingsposition von Christian Süß, ganz weit hinter dem Tisch stehend in der absoluten Defensive. Und dann kommt auch mal sowas zustande. Etwas geschenkt vom Gegner und deshalb ging es auch hier über 5. Svensson, Christian Süß also zurück im Spiel. Aber so ähnlich war es ihm auch mal gegangen. Da hatte er ins Tor dann den vierten Durchgang mit 12-14. Wie wird es jetzt ausgehen? Das war die Frage. Und er schafft es tatsächlich, Christian Süß. Er dreht da ein Spiel, was eigentlich schon verloren schien. Das merkt man auch seinem Gesichtsausdruck an. Das konnte er selber gar nicht glauben, dass er hier tatsächlich diesen Robert Svensson. Ergebnis. Und jetzt kam es also zum Spiel der beiden nominellen Nummer 1 Akteuren. Markus Freitasch gegen Wang Shi. Freitasch also in dieser Begegnung von Düsseldorf an Position 1. Und Freitasch, das muss man sagen, steigerte sich deutlich gegenüber seiner Auftaktniederlage gegen Spielertrainer Meng aus Fulda. Und das ist ja nicht irgendwer, der da auf der anderen Seite des Tisches besserte Leistung. Aber auch die half ihm am Ende nichts, denn Wang Shi konnte dieses Match für sich entscheiden. 9-11, das war der Stand aus Sicht von Freitasch im ersten. Dann 11-9 für den Portugiesen und dann 8-11 und 6-11. Also wer dieses Spiel in der Gesamtwertung gewinnen wird. Hinten Dmitri Ovtcharov und Christian Süß und vorne die beiden Linkshänder. Svens holten sich den ersten Durchgang mit 12-10, verloren dann Satzdoppel. Christian Süß ja zusammen mit Timo Boll Europameister und auch Ovtcharov ist ein den entscheidenden Punkt für die Düsseldorfer. 11-8 im vierten Satz unter dem Strich, ein 3-2 Sieg für Düsseldorf gegen TTC Rönnsprudel Fulda Mabazen. Aber der Blick des Düsseldorfer Managers, der ging schon eine Woche voraus in Richtung des ersten Finalspiels gegen Ochsenhausen. Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen, wir müssen weiter gierig sein. Ochsenhausen wird zäh sein. Das war schon, selbst abends nach dem Spiel, als wir zusammen noch ein Bier tranken, schon eine kleine Kampfansage. Das ist eine unglaublich gute Mannschaft. Sie haben ein tolles Management, einen tollen Trainer und sind heiß, es uns einfach wieder zu zeigen. Wir müssen dagegenhalten. Auch wenn es sportlich heute schon im Vorfeld entschieden war, liebe Tischtennisfans, der Unterhaltungswert, der war enorm hoch. Und wir haben den einen oder anderen Weltklasse-Ballwechsel gesehen, wie diesen hier mit dem eingesprungenen Ovtcharov. Publikum war begeistert. Und auf diese Begeisterung hoffen wir natürlich auch beim ersten Finale, dann in einer Woche am 31. Mai ab 17.30 Uhr hier bei uns im deutschen Sportfernsehen. Die Tischtennisfreunde von Lieper Ochsenhausen gegen Borussia Düsseldorf. Das Rückspiel dann eine Woche später ebenfalls bei uns. Das soll es gewesen sein für heute Abend. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.